Oh, Mann. War viel zu kurz. Alles klar. Dann geht's jetzt los. Auf geht's, neue Taten zu vollbringen. Aber als erstes reden wir mit Sitara. Shit. Hey Mann, was ist? Shit. Hey, was ist denn los? Ich habe mir die Zahlen angeschaut, wie viele Downloads unsere App hat. Wie viel Rechenleistung verfügbar ist. Dann habe ich's gesehen. Was ist es? Ein Haufen Follower und Bots kamen von inaktiven und toten Invite-Accounts. Moment, jemand hat mit einer Social-Media-Seite unsere Zahlen gepusht? Wer? Und wie viele Scheiß-Accounts? Ich weiß nicht wer, aber es war jemand von Invite. Jemand mit Admin-Zugang, da bin ich mir sicher. Tja, und wie viele? Wow. Sorry, ich hab's nicht geprüft. Nein, es ist meine Schuld. Ich hab's nicht geprüft. Es ist nicht deine Schuld. Wer weiß. Vielleicht ist jemand von Invite ein Fan. Ja, oder vielleicht will uns jemand in den Arsch ficken. Prüfen sollen. Wir müssen das rausfinden. Marcus, ich suche dir einen Weg da rein. Josh. Du bist nicht schuld, okay? Wir haben die Zahlen alle gesehen, nur du hast es bemerkt. Das war gut. Hä? Okay. Alles klar. Dann untersuchen wir die Konten von Invite. Entweder will uns hier jemand verarschen oder es ist ein übler Fan, der uns übelst pushen will. Aber wir brauchen richtige Rechenleistung. Und nicht gefälschte. Okay. Oh, schau an. Danke. Fettes Konto. Ah, so wie es aussieht, muss ich mal wieder mein Auto kommen lassen. Nein, das war jetzt falsch. Das war X-Scout. Ja. Nein, das war auch falsch. Ja, genau. Letzte Bestellung. Mein Lieblingsauto. Auf Bestellung, bitte. Danke, da unten steht's ja schon. Okay. Rein da. Und los geht's. Okay, wo zum Geier stecken die? Ah ja, da. Und los geht's. Wow. Nichts wie dorthin. Ah, okay. Ich schick dir die markierten Accounts. Benutzt den Computer der CEO, Mary Catskill. Sie ist im Urlaub, ihr Büro sollte also leer sein. Da ist Invite. Okay, dann kundschaften wir erstmal aus. Okay, was haben wir denn hier? Viele Deckungsmöglichkeiten. Wir brauchen einen Schlüssel. Mhm. Ein Jumper-Zugang. Keine einzigen... Schon komisch. Ich komme hier ohne Probleme rein. Geht ab, Jungs. Okay. Mitarbeiter. Fotografin. Mal schauen, wie ich da reinkomme.
Aber weißt du, wen man deswegen nicht dumm anmacht? Diesen Scheiß-Chad mit seiner blöden Topffrisur und seinen total ironischen uralten Hipster-Shirts über Bücher, die er nie gelesen hat. Ich meine, dieser Typ sagt den Leuten, wie sie ihr Unternehmen zu führen haben, wenn seine größte Verantwortung bisher war, auch den Klassenhamster aufzupassen. Ha? Was weiß der denn über Software-Architektur oder... Und los geht's. Nichts. Aber dumm daherreden und überteuerten Whisky trinken. Das kann er. Wenn ich gewusst hätte, dass mir das so weit hochkommt, hätte ich darin Diplom geschrieben. Ab! Jawoll. Langsam. Okay. Geh an dein scheiß Handy. Ich kann nicht, ich sitze im Meeting. Wirklich? Also hab ich dich nicht gerade auf der Straße gesehen? Langsam reicht's mir mit deinem Paranoia. Er streitet sich mit seiner Freundin. Ich muss echt aufpassen. Was macht der denn da? Ah, der testet VR. Schlecht. Mich auch noch mit? Okay. Weiß nicht, ob mich jemand sehen darf. Ich will es natürlich nicht riskieren. Geht die Tür hier auf? Ja. Okay. Hier in Deckung nehmen. Mal gucken. Nehmen wir den Hintereingang. Okay. Wo ist der Computer? Wow, beinahe hätte er mich gesehen. Sie sagten, sie hat ihre Miete nicht bezahlt. Esas son mamadas. Yo mismo hago la transferencia cada mes. Tres días antes del plazo. Sie sagen, das Geld ist nie angekommen. Tengo los recibos. El de la transferencia y de que llegó al destinatario. No pueden hacerle esto. Sie können und sie werden. Eine Anfrage wird Monate dauern. Wo soll deine Abuela in dieser Zeit unterkommen? Vivirá conmigo, no hay duda. Tú ve por sus cosas y llévalas a mi casa ahora mismo. No deben quedarse con nada, ¿entendiste? Consigue un camión si es necesario. Yo lo pago, pero ya sácala de ahí. Der hat auch irgendwie Probleme. Ah, der Serverraum ist hier. Mist. Ich brauch mal wieder... Obwohl, geht das? Mist. Warum geht das nicht? Brauche einen Schlüssel. Und wo finde ich den wieder? Keine Ahnung. Also gut. Dann gehe ich mal nach oben. Vielleicht finde ich ihn da. Kein Schlüssel. Auch kein Schlüssel. Kein Schlüssel. Hä? Was ist los? Nichts ist los. Alles gut. Verdammt! Ah. Und zu. Und ich denke, jetzt komme ich rein. Ja, offen. Hab den Aufzug aktiviert. Fahr jetzt nach oben. Hopp! Und der Aufzug ist zwar aktiviert, aber das Ding ist nicht offen. Wie komme ich rein? Ah, okay. Alles klar. Das ist der Eingang. Und jetzt zum Aufzug. So, ab nach oben. Fahr jetzt drauf. Ich beschaffe uns ein paar Antworten. Viel Glück, Marcus. Wir sind bei dir. Ist das vielleicht eine Falle? Bin drin. Mal sehen, wer unsere Zahlen gepusht hat. Wow, wow. Was ist passiert? Die markierten Clients sind weg. Die Bots sind weg. Was hast du gemacht? Nichts. Das bin ich nicht. Ich...
Oh. Marcus, kein guter Moment? Kommt mir jedenfalls so vor. Ich wette, sie trinkt ihn mit Eis. Ich muss mich nicht wirklich vorstellen, oder? Ich weiß, wer du bist. Die Nacht am Strand, Mann, ich wusste, du kommst mir bekannt vor. Tja, Venus muss rückläufig gewesen sein oder so ein Scheiß, denn ich glaube, es war Vorsehung, dass ich da war, als du unsere Systeme gehackt hast. Ich musste dich treffen und da bist du und pisst dir auf die Schuhe. So brillant und dann das. Was macht Blooms CTO eigentlich im Büro des CEOs von Invite? Und warum pusht du unsere Zahlen? Oh, bietest du mir jetzt ein sechsstelliges Gehalt an? Oh, fuck, nein. Nein, nein, nein. Du lässt die meisten meiner Programmierer zwar alt aussehen. Nein, ich kann CTOS 2.0 nicht als Hochleistungssicherheitssystem anpreisen und dann jemanden von der No-Fly-Liste einstellen. Wow, wow, wow. Ich bin bloß auf einen Drink hier. Aber hey. Wenn du einen Drink und ein Tänzchen willst. Gerne. Hältst du das für einen Scheißwitz? Hä? Na los. Hau mir auf die Fresse. Die Leute fressen dir alle aus der Hand, weil sie das System für sicher halten. Du siehst nicht, auf wem du herumtrampelst. Stell dir vor, Marcus. Stell dir vor! Die Menschen wollen, dass man ihnen sagt, wer gut und wer böse ist. Die wollen nicht wissen, wie es läuft, nur dass es läuft. Aber es funktioniert nicht. Ein paar wenige zivile Verluste sind der Preis, den man zahlen muss, um die Welt zu verbessern. Du führst einen Krieg, der kein Schwein interessiert. Ich lasse dich stromaufwärts dem Grizzly direkt ins Maul schwimmen. Warum hast du DedSecs Zahlen gepusht? Weil keiner in Silicon Valley mehr richtig Biss hat. Ah, ihr seid eine gute Investition. Ihr seid so aggressiv, so zornig. Ihr habt den Rest von Silicon Valley in meine Arme getrieben. Mit uns hast du ihnen CTOS 2.0 verkauft. Ja, die ultimative Abschreckung gegen Hacker wie euch. Und jetzt muss jeder von mir beschützt werden. Gut, pass auf, Marcus. Deine Polizeiakte ist wieder da. Dein Backdoor-Zugang ist blockiert. Und die ganzen Bots von mir sind weg. Oh, 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 und? Auf dich ist ein Haftbefehl ausgestellt. Für Hacking, Betriebsspionage. Scheiße. Und Einbruchsdiebstahl. Ist schon gut. Ich hatte eh ausgetrunken. Verdammt.